Frau Kuhl, Rainer Fetting ist ja ein großer Bewunderer Vincent van Goghs. Wir stehen ja jetzt hier auch vor Selbst mit gelbem Hut, das ja eigentlich eine Hommage an den Künstler ist, der als erster Moderner gilt. Kann man Rainer Fetting einer Kunstrichtung zuordnen? Er wird gemeinhin den jungen Wilden oder den neuen Wilden zugeordnet. Das war eine Gruppe junger Künstler, die in den frühen 80ern Furore machten mit ihrer wilden, heftigen, spontanen und sehr farbigen Malerei. Das Besondere, sie war wieder figurativ. Diese Malerei wandte sich auch gegen die sehr kühle Konzeptkunst, gegen den Minimalismus und schlug ein. Der Begriff wurde von einem Kunsthistoriker, von einem Museum geprägt, aber ist seitdem eigentlich ja geradezu ein Mythos. Rainer Fetting selbst hat sich später ein bisschen dagegen gewehrt, in diese Schublade gesteckt zu werden, vor allem wenn man bei wilder Malerei an Action Painting, an gestische Malerei denkt, weil er sich seiner malerischen Mittel eigentlich sehr bewusst ist. Er arbeitet sehr zielgenau, das kann man auch bei diesem Bild sehen. Er arbeitet mit dem großen Pinsel, mit flächigen, flüssigen Farbauftrag, aber er weiß sehr souverän, um die malerischen Mittel und diese einzusetzen. Und von daher wehrt er sich ein bisschen gegen diese Etiketten der Kunstgeschichte.